So, hallo ihr Lieben, ich bin's nochmal. Ich muss mal eben was rauskramen. Weiß ich gar nicht, war das jetzt dann ein gutes oder? Das war auf jeden Fall ein schlechtes. Ich, keine Ahnung. Das ist noch zu. Das hätte ich natürlich vorher schon raussuchen können, aber man ist ja faul. Stattdessen fängt man ein Video an, ohne da großartig was zu machen. Ich habe vorhin ja mit euch hier dieses Herzchen aus der Form geholt. Ich habe mir hier auch schon was zurechtgeschnitten, mehr schlecht als recht. Und ich habe, das ist ja eine Shaker Mall. Also, ja. Ja, Shaker Mold. Also. Und ich bin jetzt wirklich mal überlegen, ob ich jetzt dieses Shaker Öl mit reinmachen soll. Oder ob ich das erstmal nur so mache. Ohne das hier. Dass ich da ein bisschen mal was rein packe. Ich allerdings noch nicht weiß, was genau. Weil ich habe mir wirklich nur gedacht, jetzt habe ich das ja schon einmal gemacht, dann könnte ich das ja auch direkt fertig machen. Aber die Frage ist halt nur immer, womit, also mit was befüllen? Ach. Ich sehe gerade, ich hätte mir die gar nicht bestellen müssen. Diese kleinen Schriftzüge hier, die habe ich mir bei Dorum Beats bestellt. Nochmal zwei Tütchen, jeweils fünf Stück drin. Hätte ich gar nicht machen müssen. Ich habe nämlich bestimmt hier irgendwie noch gefühlt 20 Stück von. Und der Hintergrund ist jetzt natürlich nicht so günstig gewählt. Ich habe mir hier ein bisschen was. Vielleicht mache ich euch mal ein bisschen tiefer, damit ihr auch was sehen könnt, was ich hier überhaupt mache. Das muss ich ab. Knipsen. Weil hier ist eine Öse dran, die ich nicht dran haben möchte. Also werde ich mir die einmal abknipsen. So. Ich bin am Überlegen, ob ich das nicht zumindest das kleine Herzchen hier oben, ach, die Herzchen, die Schleife, ob ich das nicht besser ankleben soll. Auch die anderen beiden, dass ich das nicht, eigentlich müsste das dann jetzt andersrum. Genau, ich denke mal, ich werde mir das ankleben. Deswegen, ich habe mir hier so ein bisschen UV-Harz genommen. Genau, ich ziehe mir jetzt auch mal eben noch Handschuhe an. Ich denke mir, ich kann mir das besser angucken und das ist nämlich noch zu. Ich glaube, dann lasse ich das auch zu.
brauche ich aber meine. Ich werde das gleich auch nochmal unter der richtigen UV-Lampe machen. Ja, mit der Taschenlampe härte ich das alles ja jetzt erstmal nur an. So, setze ich immer wieder einen Deckel drauf. Sind die Feuchttücher schon wieder leer? Schon wieder zu Ende geneigt. Natürlich. Das macht es einmal außerhalb der Kamera mit dem Licht, damit ich euch da nicht reinleuchte die ganze Zeit. So. Ich mache das jetzt mal unter der UV-Lampe. Lasse ich da mal für 2 Minuten drin. Und ich wollte euch eigentlich dann noch was anderes zeigen in der Zeit, aber das ist jetzt weg. Ich weiß nicht, was ich wollte. Ich mache jetzt mal eben auf Pause. So. Die sind jetzt fest, habe ich jetzt gerade geguckt gehabt. Ja, da kann ich euch auch mal zeigen, da verrutscht jetzt nichts. Jetzt ist nur die Frage, was mache ich da rein? An Flittergedöns und sowas. Ich habe ja immer so kleine. Mir so kleine Mini-Diamanten. Muss ja nicht viel sein. Nein. Ja, sowieso schon alles Jetzt weiß ich auch, was ich gucken wollte. Ich wollte eigentlich schon mal gucken, ob ich was habe an Glittergedöns und Flöns. So Flakes, die ich da reinmachen kann. Ich weiß nicht, ob das nach was aussieht. Das ist zwar gröber. Und ob ich hier das ganz grobe nehmen soll. Ich hätte das auch in Silber da.
einfach ein bisschen von dem hier rein. Noch so ein bisschen was von der aus der Sakura-Box war das, glaube ich, was ich da mal mit drin hatte. Wenn ich auch mal ein bisschen irgendwie fehlt mir da auch noch so ein bisschen was drin. Ich kann nur nicht sagen, was. Machen wir mal zwei so kleine Blüten da rein. So, dann sollte das reichen. Weil ich werde da jetzt einmal das hier drauf machen. Ich werde das aber nur dünn erstmal nur bestreichen mit UV-Harz auch. Dann das auch aushärten. Jetzt habe ich natürlich ein dickflüssiges UV-Harz hier. Ich mir jetzt sehr gut vorstellen kann, dass es mit dünnflüssigen natürlich einfacher ist, jetzt hier darum zu gehen. So, ich werde das Ganze jetzt auch noch mal in die UV-Lampe geben, weil
Das ist natürlich alles noch flüssig. So. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt gleich ausgehärtet wird, ordentlich. Vielleicht sollte ich mir mal wirklich für so Kleinstarbeiten die 10 Milligramm UV-Flaschen bestellen, damit das ist ja eine recht breite Spitze jetzt, aber damit ich eine kleine Spitze kriege. Ne? So wie diese hier vom Shakeröl. So. Dann werde ich gleich zum Verzieren vom Rand, damit man den nicht so sieht, diese kleinen Diamanten nehmen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Diamanten, die aber mit Bastelkleber da drauf kleben. Mir auch eine schöne Spitze, dann kann man das ordentlich machen. Dann brauche ich aber meine Pinzette wieder für, die liegt da. Ich habe viel zu viel Kram hier rumliegen. Ich muss da mal wieder aufräumen. Oh, wir haben auch schon kurz nach halb vier. Wie die Zeit vergeht. Auch dann vor allem, wenn man arbeiten ist, den halben Tag. Oh. So, sollte gleich ausgehärtet sein. So lange lasse ich euch jetzt auch mal weiterlaufen. Es war vielleicht langweilig, weil in der Zeit jetzt auch nichts passiert. Aber ja, ich lasse jetzt einfach mal laufen. Ja, ich schon immer wieder Glitzer dran. Gerade von der Arbeit gekommen, umgezogen. Jetzt ist man hier und es glitzert wieder überall. So. Sieht immer sehr fest aus. Hier gucken. Abschneiden. Und das noch mal füllen. Meine Güte. So, ich hätte das jetzt erstmal nur so an.
Sieht doch. I. Recht schön aus. Eigentlich kann da auch kein Glitzer da rauskommen. Ich werde das jetzt mal so lassen und dann jetzt mal ordentlich hier. Meine Güte, was ein Chaos hier. Ihr seht jetzt mal eben für den Moment mein Pulli. Gott, ich muss mir irgendwas einfallen lassen hier. Das ist ja zum Käse melken. Jetzt habe ich aber auch keine. Obwohl, ich glaube, ich nehme diese hier. Weil ich da jetzt auch wirklich, ehrlich gesagt, keine Lust habe. Ihr seht ja gar nichts hier. Die Farben da alle mal rauszusuchen. Ich habe euch mal ein bisschen näher rangeholt. Weiß ja nicht, ob ihr das jetzt ja zu Ende gucken möchtet oder ob ihr da sagt, braucht ihr nicht zu Ende gucken. Möchtet ihr nicht? Könnt ihr euch ja selber aussuchen. Ja. Mache das dann einmal hier so entlang. Der Kleber sieht zwar jetzt weiß aus, aber er trocknet transparent. Gerade bemerkt. Ja, ich würde mal sagen, ich mache das jetzt mal hier zu Ende. Und wenn das fertig beklebt ist, hole ich euch dann wieder mit dazu. Ich mache euch so lange Pause. So, es geht weiter. Also, das wollte ich euch jetzt mal eben zeigen. Das ist so, jetzt fummel ich da auch noch das ganze Zeit dazwischen, ne? Dazwischenstand, wie es jetzt ist. Ich habe nicht sehr sauber gearbeitet, gebe ich zu. Nur zum Glück, der Kleber trocknet auch transparent. Man wird es trotzdem sehen, dass da nicht ordentlich gemacht, sauber gemacht worden ist.
beziehungsweise dass da nicht ordentlich gearbeitet wurde. Und ja, ich würde euch das Ganze dann nochmal zeigen in, ich glaube, morgen, übermorgen, wenn das getrocknet ist. Jetzt ist halt auch kein sehr gutes Bild hier, ne? Was ich hier habe, irgendwie. Geht das nicht wirklich scharf. Wie gesagt, dann zeige ich euch das nochmal in einem anderen Video, wenn ich das fertig habe. Und dann wahrscheinlich nochmal als Bild, dass ich euch das zeige. Dann kann man das, denke ich, auch mal besser erkennen als wie jetzt so, weil ich sehe es ja gerade selber über die Kamera. Das ist nicht wirklich gerade sehr scharf. Ja. Dann würde ich das Ganze erstmal so lassen, das trocknen lassen und wir sehen uns, nein, wir sehen uns nicht, wir hören uns dann beim nächsten Video. Tschüss!